Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video starten soll. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Habt ihr mich eigentlich vermisst? Nee. Du hast mich nicht vermisst? Ja, okay, dann tschüss. Ey, aber vielleicht gehörst du doch zu den Personen, die mich eventuell ein bisschen vermisst haben. Und falls das wirklich der Fall sein sollte, dann bleib auf jeden Fall dran, denn ich muss dir einiges erzählen. Was war das für ein Geräusch gerade? Hä? And his name is John C. Sag mal so, gut, dass du dran geblieben bist, denn... Okay, 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 ich hör auf. Alles gut, alles gut. Alles chillig. Also. Okay, Freunde, ich glaube, es wird Zeit, dass wir darüber... Du guckst das Video bis zum jetzigen Zeitpunkt und hast noch nicht mal ein Like dagelassen. Schade dein Verhalten, ey. Ich sag dir ehrlich. Okay, nein. Freunde, Spaß beiseite komplett. Ich werde jetzt natürlich auf Ernst euch alles erzählen und warum ich unter anderem so inaktiv war die letzte Zeit. Ju, wo bleiben die Streams? Ju, wo bleiben die ganzen Videos? Warum kommen so unregelmäßig Videos, Freunde? Das hatte natürlich alle seine Gründe, ja. Unter anderem, ihr wisst, dass Ju macht ab und zu mal die sogenannte Sommerpause. Die letzten ein, zwei Jahre war das ja auch oft so, dass man dann im Sommer, August, September so um den Dreh, ein bisschen Pause machen, ein bisschen sich erholt, für die Familie da ist und einfach mal ein bisschen mehr das Leben genießt und raus aus dem Business kommt. Dieses Jahr war das ein bisschen anders. Natürlich habe ich das auch gemacht, aber dazu kam ja, ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren ja in diesem Malta-Haus mit Amir, Timmy, Lofty, ich. Wer war noch alles immer am Start? MBK war voll oft am Start bei uns. Stani war auch ab und zu da. Dieses Haus musste sich natürlich irgendwie finanzieren und da der ein oder andere einen neuen Weg eingeschlagen hat und seinen neuen Weg gegangen ist, konnten Amir und ich nicht sagen, ey, wir übernehmen jetzt auch deine Kosten und zahlen auch zusätzlich nochmal doppelt so viel Miete. Und deshalb dachten wir uns, komm, wie wäre es, wenn wir einfach den Vertrag auflösen? Haben wir letztendlich auch gemacht, viel früher als erwartet. Normalerweise wären wir jetzt sonst bis Dezember noch in diesem Haus gewesen und da wären auch noch ein paar Videos dazugekommen. Aber weil wir dann gesagt haben, ey, wir machen das jetzt spontan, wir werden diesen Vertrag jetzt auflösen, damit keine weiteren Kosten auf Amir und meinen Nacken sitzen bleiben, sind wir auch selber diesen Schritt eingegangen und natürlich, Leute... Was machen wir da jetzt am besten? Was hat Armin gemacht? Was habe ich gemacht? Es musste eine neue Wohnung geklärt werden. So, und das Ding ist, ihr wisst ja selber, wie das wahrscheinlich ist, wenn ihr auf Wohnungssuche seid. Ihr habt manchmal Glück und findet was Cooles und schnell. Armin hat zum Beispiel relativ schnell was gefunden gehabt. Bam. Innerhalb von einem Monat hat er was sich geklärt bekommen. Ich muss sagen, Freunde, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch mit der Familie beschäftigt. Dann war auch noch Gamescom dazwischen. Das heißt, bei mir war das noch ein bisschen alles chaotischer. Ich habe letztendlich echt lange gebraucht, um dann eine neue Wohnung zu finden. Und wie man jetzt unschwer erkennen kann, ich bin jetzt letztendlich in der neuen Wohnung. Und das heißt, so gesehen, viele Kopfschmerzen, die ich hatte, sind komplett weg. Der ganze Stress ist jetzt weg, Leute. Und in der ganzen Zeit habe ich immer hin und her gependelt. Dann war ich mal bei dem Kollegen, dann war ich bei Army, dann habe ich woanders streamen müssen und, und. Das heißt, ich musste die ganze Zeit wechseln. Ich war sogar auch in einer Übergangswohnung, wo ich auch 3 Wochen war. Aber Leute, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie chaotisch das ist, wenn ihr dann plötzlich innerhalb von ein paar Tagen alles aufbauen müsst und dann wieder alles abbauen müsst und wieder woanders hinbringt. Deshalb konnte ich einfach nicht aktiv Content machen. Ich konnte auch diese Streams nicht so machen, Leute. Ihr wisst, die Streams, ich liebe die Streams. Ich liebe es einfach mit der Community zu interagieren, zusammen mit euch Sachen zu machen, zusammen mit euch zu zocken. Und das konnte ich einfach nicht in dem Ausmaß machen, wie ich das immer in der Vergangenheit gemacht habe. Und deshalb kann ich euch jetzt sagen, genauso wie ich hier sitze, Freunde, ich freue mich so auf die nächsten Projekte, ja? Ihr wisst gar nicht, was ich für krasse Sachen für euch geplant habe. Ich arbeite gerade jetzt sogar an einem Projekt, was viele Zuschauer, nicht nur meine Zuschauer, sondern Zuschauer von anderen YouTubern auch erfreuen wird, weil ich gesagt habe, ey, ich will dieses Projekt in die Hand nehmen und was Geiles draus machen, damit die anderen YouTuber auch davon profitieren und wir was Geiles auf die Beine stellen. Ich denke mal, der ein oder andere weiß sicherlich, was gemeint ist. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, worüber ich gerade rede. Und ansonsten wird es dazu natürlich auch ganz viel anderen Stuff geben. Geile Videos werden dazu kommen, Freunde. Ich freue mich wirklich am meisten auch wieder auf die Streams. Ich will wieder wirklich auch back to the roots gehen. Geile Fortnite-Streams machen, geile Minecraft-Streams, nebenbei auch andere Games zocken, tacken. Vollgeist mit Stil und keine Ahnung was, Leute. Das wird wieder richtig geil. Und wenn ihr sagt, ey, Stu, wir haben es vermisst. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich werde dich ab heute wieder richtig supporten. Dann lass mich das unten in den Kommentaren wissen. Lass jetzt einen saftigen Like da, aktiviere die Glocke und teile das vielleicht mit den Freunden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch sagt, ey, wisst ihr noch, Stu war voll aktiv, damals jetzt ist er gar nicht mehr aktiv, dann schick ihm das Video mal auf Ehrenbruderbasis und dann würde ich mal sagen, Freunde, ich freue mich auf die nächste Zeit. Soll ich vielleicht auch eine Roomtour hier machen? Dann kann ich hier auch alles euch mal zeigen, wie es hier aussieht und wie ich jetzt unter anderem hier lebe. Können wir eventuell machen und alles klar, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns. Haut rein. Peace.